Stellen wir uns einen Idiotentest hier an? Sind wir dann selber die Idioten oder kriegen wir das hin? Idiotentest in Marzahn. Lol. Deswegen heißt sie Cindy aus Marzahn, weil das ist einfach ein Stadtteil in Berlin oder wie? Ich dachte, das ist einfach deren Name. Cindy von Marzahn, so wie sowieso so ein von Titel, wisst ihr? Fängt schon mal gut an mit dem Idiotentest. Aber wer hat was erfunden? Ich glaube, ich bin ganz solide bei Erfindungen, Chat. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Idiotentest aus Marzahn. Erfindung ist heute das große Thema. Wer hat Mickey Mouse erfunden? Wer hat Harry Potter erfunden? Wer hat die Glühbirne erfunden? Apple. Ja, easy. Das weiß ich alles. Fragen. Weiß ich jetzt. Four, three, das ist ja. Two, one. Let's go. Krieg ich hin. Hey, Aaron. Okay, ihr dürft mitraten, Chat, alright? Kurze Frage. Aber ich glaube, ich bin wirklich gut mit Erfindungen, Chat. Ich weiß auch, wer einen Buchdruck. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer und ja, vieles. Kannst du mir sagen, wer Apple erfunden hat? Steve Jobs und noch ein anderer Steve, das waren nämlich drei Gründer. Noch ein anderer Steve, dessen Namen ich kenne. Und Ron Wayne. So wie er aussieht, hat er aber Gucci sagen können. Hallo, kannst du mir? Wir haben Oktober und sie trägt bauchfrei. Wer hat Apple erfunden? Was? Wer hat Apple erfunden? Steve Jobs. Ja. Seid ihr die richtigen Antworten noch oder müssen wir die sind selber ergoogeln? Willkommen in Marzahn. Chat, weiß Hallo. Man nicht. Wir machen es ganz einfach. Ich habe hier Erfindungen und du sagst mir, wer es erfunden hat, okay? Okay. Okay. Ich sehe ja noch eine Weile. Okay. Könnt ihr mir sagen, wer Apple. Die sind ganz sicher nicht alt genug, um zum Rauchen. Aber ganz sicher. Apple erfunden hat. Nein. Ihr könnt mir sicher sagen, wer hat Apple erfunden? Nee, weiß ich nicht. Hä, aber wieso wissen das so viele nicht? What the fuck? Keine Ahnung. Steve? Steve Apple. Ihr könnt mir doch sicher Steve Apple? Sagen, wer Apple erfunden hat, oder? Nee. Komm, hä? Apple. Hey Bro, aber Steve Jobs kennt man doch, oder? Hallo, ihr könnt mir sicher ein paar Sachen sagen, zum Beispiel, wer hat... Schau ja mal ganz kurz. Mach ich mal kurz den Google Andy, Steve Jobs, Ron Wayne und der andere Steve mit dem komischen Namen, den sich kein Sack merken kann. Wer hat Apple erfunden? So awkward, wenn Leute immer so vorbeilaufen. Ich bewerbe mich bei Heidi Klum und werde die Zicke in der neuen Staffel. Ihr habt ja ein Handy, Apple. Wer hat Apple erfunden? Weiß ich jetzt nicht. Hä? Ist es so ein Chat? Was dafür? Einstein. Okay, danke, reicht schon. Was dafür? Einstein. Ich weiß, Einstein hat was Wichtiges erfunden. Ja? Ja, wahrscheinlich Handy. Danke, reicht schon. Super, schönen Tag noch. Wow. Übrigens, nicht wundern, da hinten sitzen zwei Arzten, die ein bisschen. Ich bin der Uhr, ich bin auch dabei. Voll sind, die brüllen rein. Heute ist ja, Uwe. Bock. War dabei. Rein. Facebook. Das, Mark Zuckerberg. Und ich glaube, da waren noch richtig viele andere auch. Bestimmt so vier andere. Müssen wir wissen, aber weiß ich nicht. Facebook. Schatz, wer hat Facebook erfunden? Facebook. Zuckerberg. Mama, deine Zeit. Berg. Iceberg. Mark? Iceberg. Mark Forster? Nein. Mark Forster! Bro, Mark Forster! Deswegen hat Lena ihn geheiratet, weil der ist fucking reich. So, jetzt macht alles Sinn. So, der hat Facebook erfunden, deswegen Mark Forster, let's go. Der macht auch super Musik. Nico. Übrigens, falls ihr in dem Idiotentest Leute aus dem anderen seht, nicht wundern. Die hatten so viel Spaß beim ersten, dass sie gesagt haben, komm, noch eine Runde. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Wer hat Harry Potter erfunden? Wer die Bücher geschrieben hat, das war J.K. Rowling. Aber die Frage ist, ob er das meint mit erfunden? Wahrscheinlich ja. Ich hätte es ja erfunden. Harry Potter. Richtig, eine Frau. Harry Potter. Das war eine Frau. Den Film kenne ich leider nicht. Harry Potter? Wer hat Harry Potter geschrieben? J.K.? Ey, schlecht. Komm. Harry Potter. JFK, glaube ich. Ja, wer hat es erfunden? Harry Potter? JFK. Harry Potter erfunden. Harry Potter. Weiß ich auch nicht. Kannst du mir sagen, wer das erfunden hat? Nein, nein. Aber bauen kann das. Mercedes-Benz? Aber wer hat's erfunden? Mercedes-Benz wurde erfunden, actually von. Ich weiß leider die Vornamen nicht. Der Typ heißt Benz und Daimler. Die Deutschen. Da gab's doch jemand. Karl? Lagerfeld? Benz. Lagerfeld! Karl Lagerfeld! Oh Gott! Oh Gott! Ist Benz? Ja, Mercedes. Mercedes? BMW? Ja. BMW, Bro, BMW? Und ich denke, ich kenne mich schlecht mit Autos aus. Was für BMW? Wo, wie, was ist da BMW? Sehr gut. Mercedes?
Mercedes. Nee. Oh. Aber es hieß irgendjemand Mercedes tatsächlich, deswegen denken sie das wahrscheinlich. Aber ich glaube mit Vornamen. Entweder die Frau, die Tochter oder so von... Die Tochter? Ja, okay. Die Atombombe. Ja. Die Atombombe ist von dem deutschen Wissenschaftler grob um die NS-Zeit, der sich dagegen ausgesprochen hat, dass die nicht gezündet werden sollen. Der hat im Nachhinein den Nobelpreis bekommen. Und der Typ heißt Otto irgendwas? Oppenheimer? Otto Hahn! Otto Hahn, Chat! Ich finde ja der Atombombe. Otto Hahn im Porträt. Ja. Oh mein Gott. Die Atombombe, wer war das? Der Oppenheimer hatte die Atombombe erfunden. Hier sieht man die Atombombe. Wer hat... Alright, dann weiß ich nicht, warum ich Otto Hahn im Kopf habe, aber irgendwie ist es ja auch mit richtig. Hahn war Kernspaltung und Oppenheimer war die Bombe. Okay, dann war es wahrscheinlich zwei Teile, waren mehrere. Okay, okay. Hat die erfunden? Einstein? Oh, Nico! Actually ist Einstein auch nicht so falsch. Ich glaube, das war, er hat zwar nicht das erfunden und so, aber ich glaube, das war auch schon ein Teil, die dazu geführt hat. Das heißt, die Mutter. Die Mutter sagt gar nichts. Die Mutter sagt Mark Forster oder so, keine Ahnung. Atombombe? Ja, keine Ahnung. Herr der Ringe. Habe ich nie geguckt. Die Glühbirne? Göbel. Auch schwer. Herr der Ringe. Boah, Herr der Ringe weiß ich nicht. Was ist das? Herr der Ringe mit Frodo und so. Weiß ich nicht. Herr der Ringe? Muss man das wissen? Weiß man Herr das? Herr der Ringe. Weiß ich auch nicht. Die Glühbirne. Tolkien. Nee. Hartz IV? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hartz IV. Hartz IV heißt von einem Typ, der heißt mit Nachname Hartz. Wer hat Hartz IV erfunden? Oder? Mr. Hartz. Ganzer Name? Karl Hartz. Nee, Peter. Meine Lieben, viele von euch zu Hause denken ja mal, die sind schlauer als die Leute. Okay. Deswegen machen wir ja, hier den Idiotentest okay. mit euch. Ihr macht immer 1, 2, 3 und schreibt darf direkt ich die Antwort. Ich darf stoppen, weil ich muss ja theoretisch aufschreiben. Wer hat Apple erfunden? Steve Jobs, der andere Steve mit dem komischen Namen und Wayne, Ron Wayne. 1, 2, 3, vorbei. Wer hat die Atombombe mit erfunden? Hatten wir gerade Otto Hahn, auch unter anderem mehrere Leute. Alle Chemiker, was es auf dem Planeten gibt. Facebook. Steve Jobs, Mark Zuckerberg und noch ganz viele andere. Herr der Ringe, wer hat's geschrieben? Weiß ich nicht. Die Glühbirne. Oder? Sagt er es noch? Ich google. Ich will nichts Falsches sagen, sonst ist mir peinlich. Yes! Es ist richtig, glaube ich. Es ist nicht Edison, Chad. Man denkt, dass er die Glühbirne erfunden hat, weil er ein Patent drauf gemacht hat. Aber tatsächlich war er es nicht, sondern die Glühbirne wurde schon so 20, 30 Jahre früher erfunden. Aber er hat das Patent drauf sich gejoinkt. Harry J.K. Rowling. J.K. Rowling. Hartz IV. Ey, komm, das kriegt der die Hälfte Hartz von euch. Typ, ich habe den Namen immer noch vergessen. Wissen, wer es erfunden hat. Die Litwassäule. Keine Ahnung. Die Litfaßsäule? Was für Litfaßsäule? Mercedes-Benz. Benz und Daimler. Mickey Mouse. Walt Disney. Penicillin. Penis, keine Ahnung. Dynamit. Das war Nobel und als der gestorben ist, hat er ganz viel von seinem Geld in die Nobelpreisstiftung gesteckt und hat gesagt, dass jedes Jahr eine Person Cash bekommen soll, die die Menschheit in bestimmten Sachen vorangetrieben hat. Und dadurch ist der Nobelpreis entstanden. Und der hat doch... Ist doch kein Wunder, Dynamite BTS erfunden. Und keiner mit uns reden will. Alle in schwarz, nur noch so eine schwarze Mütze auf, wie so ein Bandit. Ich. Nächstes Mal müssen wir uns alle bunte Kostüme anziehen. Ja, aber Sie können mir doch sicher Erfindungen erklären, oder? Nein. Guck, Opa hat auch Angst, hält schon seine Potte fest. Es gibt ja immer so einen Preis für schlaue Menschen. Ja. Der Nobelpreis, der wird ja immer in Schweden vergeben, der Nobelpreis. Und der hat Dynamit erfunden. Wer hat das Dynamit erfunden? Nobel. Das ist eine gute, schwere Frage. Okay, das Dynamit. Jetzt kommt Tesla. Der Typ, der auch wegen dem der Nobelpreis eingeführt hat. Oh, wurde. Gut! Wie heißt er mit Nachnamen? Na, komm. Nobel. Richtig, yes. Nobel, geil! Nice. Tesla? Tesla. Ich glaube, man würde jetzt sagen Elon Musk, aber ist es tatsächlich nicht. Ist das eine Automarke? Ja. Nein. Ach du heilige Scheiße. Elon? Tesla. Nein, ja. Ist actually not true. Tesla. Es ist actually nicht, ist nicht, ne? Es ist nicht, es ist actually nicht. Ich glaube, der hat das nach ein paar Jahren oder so, kam er dann dazu oder hat es aufgekauft, wie auch immer. Tesla? Nein, Tesla. Wer hat denn das erfunden? Thomas Gottschalk. Ja. Nein? Nein, der hat es nur moderiert. Der mit dem Glasauge. Dann weiß ich es nicht. Wer denn das? Komm. Nein, weiß ich nicht. Thomas Gottschalk. Frank Elstner, fast. Herr der Ringe. Oh Gott, guck ich nicht.
Wer hat die Glühbirne erfunden? Ja, da haben wir wieder unsere Diskussion. Harry Potter? J.K. Rowling? Hartz IV. Peter Hartz? Die Litfaßsäule. Herr Litfaß? Mercedes. Hä, was? Der die Litfaßsäule erfunden hat, hieß Herr Litfaß? Die Leute waren so unkreativ. Retalk. Hey, trotzdem schönen Tag noch. Danke, tschüss. Hey, sie waren freundlich. Und das ist das Wichtigste. Komm, gucken wir den Porno weiter. Mickey Mouse. Nee. Komm. Walt Disney, oder? Komm. Mickey Mouse. Walt Disney. Ja, hey, komm, nice. Walt Disney hätte man... Oh, du duftest aber gut. Will ich nur mal so nebenbei sagen. Mickey Mouse. Walt Disney. Ja, Disney, hätte ich gesagt, Ey, Ted, ihr müsst aber sagen, bisher schlage ich mich verdammt gut. Wer weiß Litfaß? Das weiß man auch einfach nicht. Und Herr der Ringe muss man jetzt auch nicht wissen. Wir machen Selfie. So. Die Glühbirne? Okay, Apple. Auch, das ist wirklich... Oder sie schlagen sich einfach überdurchschnittlich schlecht. Das kann auch sein. AirPods. Nee, das sind keine AirPods. Achso. Okay, trotzdem vielen Dank. Du schaust Chat. Ja, ich schau Chat. Die ganzen Erklärungen habe ich auch aus dem Chat gelesen, oder? Du blöd, die blöd, 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 ey. Bis dann. Hey, man, tut mir leid, wenn jemand wirklich sagt, ey, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch schwer. Du willst einkaufen gehen und dann kommt einer und sagt, was ist denn das? Und du denkst so, Katze. Mein Lieben, das war's von der Erfindung. Als ich die Fragen gestellt habe, dachte ich ab und an so, boah, echt schwer, sowas. Ja, die sind einfach. Okay, dann sind sie einfach. Raushauen. Ja. Ihr habt hoffentlich mitgemacht. Schreibt doch mal, wie viel habt ihr gewusst? War es zu schwer, zu leicht? Was soll ich beim nächsten Mal fragen? In die Kommentare. Lasst ein Abo da, kommentiert das Video. Mal liken, dann freue ich mich. Bis dann. Tschö. Facebook. Sag schon. Mark. Magerberg. Litfaßsäule. Magerberg. Ich weiß, der hieß Litfaß. Richtig, Herr Litfaß. Tesla. Elon Musk. Sehr gut. Wer hat die Glühbirne erfunden? Habe ich keine Ahnung. Thomas Edison. Sehr gut. Wer hat Hartz IV erfunden? Peter? Sehr gut. Wer hat Herr der Ringe erfunden? Die Mutter sich so wegdreht und ist so, weil das falsch ist, dann meckern die Kinder an, ja? Tolkien. Sehr gut. Kapitän Bra. Aber den? Das ist Kapitän Bra. Ja, geil! Was ist an ihm so gut? Er kann gut rappen. Rappen. Ah, hier, den kennst du aber, oder? Nee. Okay, das war Kapitän Bra. Ja, siehst du, hier steht sogar drin, dass es falsch ist. Steve Apple, einer der größten Geister unseres Zeitalters. Nee, actually wurde Apple erfunden von Einstein. Interessantes Video und ich bin froh, dass ich mich nicht blamiert habe.